Moin. Okay. Hi, ich bin Sibel. Hey, ich bin Anja. Wir sind bei Foodsharing Bielefeld e.V. Und wir setzen uns dafür ein, dass weniger genießbare Lebensmittel im Müll landen. Für mich war es total wichtig, einen Beitrag leisten zu können, dass weniger Ressourcen, die extra für den Menschen angefertigt wurden, in den meisten Fällen, dass diese eben nicht einfach entsorgt werden. Klassisches Beispiel, das sind Bananen, die eben langsam schon ein bisschen braune Stellen kriegen, aber die sind natürlich noch einwandfrei und genießbar. Die Zitrone, es war ein Netz, da waren 3 oder 4 drinne, eine war kaputt, ist nicht mehr verkaufsfähig. Foodsharing besteht über eine Plattform. Über diese Plattform haben Foodsavende die Möglichkeit, Lebensmittel, die sie gerettet haben, an andere Leute weiterzugeben in Form von Essenskörben, die dann bereitgestellt werden, um da die Lebensmittel weiter zu verteilen, die vorher in Betrieben gerettet wurden. Grundsätzlich ist uns das immer sehr, sehr wichtig, dass die sozialen und mildtätigen Organisationen immer den Vorrang haben und wir wirklich nur in dem Falle, dass sie keine Kapazitäten oder keine Bedarfe haben, wir eben die Rettung übernehmen. Ja, es kommt tatsächlich relativ häufig vor, dass es von Lebensmitteln nicht nur ein Kartönchen gibt, sondern ganz viele Kisten. Was macht man dann mit den Lebensmitteln? Eine Variante ist hier auf jeden Fall einkochen, Marmeladen machen, haltbar machen, die Lebensmittel so länger leben lassen, dass sie nicht nur für den einen Moment genießbar sind, sondern noch Jahre, Jahrzehnte, im schlimmsten Fall, im besten Fall Jahrhunderte länger. Wir veranstalten auch zum Beispiel die Küfer, das ist die Küche für alle, wo BielefelderInnen abends gemeinsam schnibbeln können, gemeinsam essen können. Und dann haben wir auch immer wieder Brunches, wo dann gerettete Lebensmittel gemeinschaftlich verzehrt werden und die Möglichkeit besteht, sich miteinander zu vernetzen und ins Gespräch zu kommen. Wir konnten bereits einige Betriebe, mit denen wir kooperiert haben, dazu bewegen, nicht mehr mit uns zu kooperieren. Nicht, weil wir keine gute Arbeit geleistet haben, sondern weil die Betriebe festgestellt haben, okay, wir produzieren mal doch ein bisschen anders und überdenken unsere Werte. Das mitzubekommen, wenn Leute das verstehen, was eigentlich unser Hintergedanke ist, das macht mir echt ganz schön große Freude. Ciao!